Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserer Biosyn Jurassic World. Wie ihr sehen könnt, bereite ich hier schon mal fleißig wieder den nächsten Bereich vor, indem ich den Wald entferne und auch das Terrain von der Höhe schon mal ungefähr anpasse. Dafür mache ich das Terrain zumindest ein bisschen höher, da wo der Weg hinkommt, denn ich möchte dann wieder diesen schönen Effekt haben, dass man von oben von dem Weg runterschaut in das Gehege. Dann hat man ja immer so ein bisschen eine bessere Übersicht. Außerdem hatte ich geplant, hier in dem Gehege mal sowas wie Brücken zu bauen. Also man kann ja nicht wirklich einen Weg machen, der übers Wasser führt, aber man kann zumindest versuchen, das Ganze möglichst so aussehen zu lassen und dass dann zumindest dieses Brückenfeeling rüberkommt. Als Geländer für die Brücke habe ich mich für diese Betondeko-Objekte, diese Betonbarrieren entschieden. Denn das ist, glaube ich, so das einzige Element, was von der Höhe her ungefähr hinkommt. Dass es dann auch ein vernünftiges Brückengeländer ist, wo die Besucher dann auch noch rüberschauen können. Und dadurch, dass ich halt eine Mod benutze, kann man die auch so ineinander platzieren. Und dann, ja, ergibt sich halt ein Geländer. Ohne Mods müsste man halt jetzt zum Beispiel zwischen diesen einzelnen Elementen, glaube ich, immer ein bisschen Platz lassen. Und dann wird das Ganze natürlich nicht mehr so funktionieren, wie ich es jetzt hier mache. Vor die Brücke habe ich dann auch noch mal einen kleinen Überwachungsturm gemacht. Da habe ich dann auch wieder die andere Wegfarbe ein bisschen eingebaut. Und auch noch ein paar Kisten als Deko-Elemente dorthin platziert. Und auch noch ein Flutlicht, damit es in der Nacht ein wenig heller ist. Dann habe ich hier an der Seite das Terrain auch noch mal ein bisschen angehoben, denn ich wollte hier auch noch mal einen Weg hinführen. Und dort auf diese runde Fläche habe ich dann noch mal so einen Beobachtungsturm, der hoch und runter fahren kann, platziert. Dann haben die Besucher auch von dieser Seite noch mal eine schöne Sicht auf das Gehege. Und jetzt vor die Brücke, damit der Übergang zwischen Wasser und Klippe so ein bisschen schöner ist, habe ich noch wieder einige Felsen platziert. Und auch der ein oder andere Busch durfte dort nicht fehlen. Und jetzt sah es sogar schon von der Seite so ein bisschen so aus, als wenn das Wasser dort wirklich unten durchfließt. Also besser geht's halt leider nicht. Man muss halt auch immer so ein bisschen Abstand leider zur Klippe lassen mit dem Wasser. Und dadurch ist es dann halt noch umso schwerer, diesen Brückeneffekt ja richtig gut hinzubekommen. Aber ich war eigentlich so zufrieden, also so war es schon ganz okay. Dann habe ich vorne auch noch wieder eine weitere runde Wegfläche gemacht mit der anderen Wegfarbe. Und das Ganze dann mit dem normalen Weg auch verbunden. Denn dort sollte dann wieder so ein Beobachtungsturm hin. Und hier habe ich dann auch nochmal ein Wegstück gebaut in der anderen Wegfarbe, wo dann der ein oder andere Besucherladen noch hinkommt. Als nächstes habe ich dann noch eine weitere Stelle geplant, wo wieder so eine Brücke hinkommen sollte. Und den Wasserverlauf habe ich jetzt auch nochmal komplett verändert. Auf der anderen Seite von dieser Brücke muss natürlich das Wasser dann auch weiterfließen. Das ist immer ein bisschen friemelig, weil man halt aufpassen muss, dass der Weg nicht abgesenkt wird, damit die Besucher auch dort vernünftig rüberlaufen können noch. Und dann habe ich allgemein auch noch am Weg das Terrain angepasst, also ein bisschen abgesenkt. Und das Ganze dann auch mit Klippenterrain angepinselt. Und entlang dieser Klippe
habe ich dann auch wieder viele, viele Felsen platziert, damit der Übergang ein bisschen schöner ist. Ich habe mich dann auch noch dazu entschieden, die Brücke ein bisschen zu erweitern. Dann habe ich hier einfach das Geländer ein bisschen verlängert. Das habe ich allein aus dem Grund gemacht, weil halt die Klippe sehr, sehr nah am Weg auf beiden Seiten dort an der Stelle war. Und ja, damit es realistischer ist und die Besucher dort nicht runterfallen können, habe ich halt hier das Geländer dann noch ein bisschen erweitert. In die andere Richtung habe ich auch noch ein kleines Stück länger gemacht. Und dann habe ich hier, damit das Geländer ein bisschen interessanter aussieht, auch noch den unsichtbaren Zaun ein bisschen da rein platziert. Dann entstehen da nämlich immer solche Betonpiller an der einen oder anderen Stelle. Das fand ich immer ganz schön optisch. Am Ende habe ich dann wieder die Lampen gemacht. Dem hätte ich immer ganz gut gepasst als Abschluss. Und bei dem Turm in der Mitte habe ich dann auch nochmal ein Betongeländer gezogen. Auch hier habe ich dann nochmal die ein oder andere Lampe in das Gelände reinplatziert. Und dann habe ich mich auch schon an die zweite Brücke gemacht. Die habe ich natürlich vom Stil her genauso gemacht wie die erste, deswegen überspringen wir das hier an der Stelle einfach mal. Und als nächstes musste ich mich dann auch noch um das Problem kümmern, wie wir das ganze Gelände dann einzäunen, damit die Bewohner, die dort reinkommen, nicht ausbüchsen können. Ich finde tatsächlich, dass es immer ein bisschen schwierig ist. Es gibt zwar mittlerweile diesen unsichtbaren Zaun, aber der hat ja trotzdem so einen sichtbaren Rand. Und gerade wenn man dann eigentlich natürliche Barrieren baut in Form von Klippen, will man auf diesen Zaun normalerweise verzichten. Die Mod, mit der man komplett unsichtbare Zäune bauen kann, die ist leider aktuell nicht verfügbar, also weil sie noch nicht gepatcht wurde auf die aktuellste Version. Und deswegen habe ich da halt jetzt den Zaun eher oben am Weg gezogen, weil das ein bisschen schicker aussah. Es kann natürlich jetzt passieren, dass dann die Bewohner auch mal die Klippe hochlaufen und sich direkt an den Weg oben stellen, was dann natürlich irgendwie optisch ein bisschen doof ist. Aber fand ich trotzdem schöner die Regelung, als wenn ich den Zaun jetzt unten an der Klippe entlang gezogen hätte. Habe ich am Anfang auch getestet, das sah wirklich nicht gut aus und ja, dann ist es halt so. Also die Chance ist sowieso sehr gering, dass sie da hochgehen, weil warum sollten sie dort? Gibt's nichts zu trinken, nichts zu fressen und ich denke mal, das wird nicht allzu häufig passieren und deshalb ist es wahrscheinlich dann einfach das Beste, wie ich es jetzt gemacht habe. Und jetzt geht's als nächstes an die Tourstrecke, die soll natürlich auch noch durch dieses Gehege fahren. Das ist ja so ein bisschen die Besonderheit von diesem Park, dass wir eine riesige Tour durch den gesamten Park am Ende haben. Diesmal habe ich die Tour auch mal nicht vergessen. Die letzte Mal habe ich es ja immer irgendwie vergessen und musste dann improvisieren. Diesmal habe ich direkt eingeplant. Dort fährt die Tour rein, dort fährt sie raus. Und dann ging es auch viel, viel einfacher. Also wenn man sich vorher Gedanken macht, ist es meistens mit der Umsetzung viel leichter, als wenn man halt einfach drauf losbaut. Und natürlich darf jetzt auch noch einiges an Bepflanzung in dem Gehege nicht fehlen. Dafür habe ich erstmal ein paar Büsche platziert und auch wieder einige Bäume. Die habe ich in dem Gehege übrigens fast alle per Hand platziert, weil mir das mit diesem Pinseltool überhaupt nicht gefallen hat. Ich wollte halt auch nicht so riesige Bäume machen, die dann so viel Sicht wegnehmen.
die Tourstrecke habe ich dann erstmal noch ein bisschen im Wald versteckt, damit man halt nicht gleich das gesamte Gehege sieht, wenn man mit der Tour fährt. Und dann kamen noch einige große Felsen dazu. Und natürlich auch noch viele, viele kleine. Und wieder weitere Bäume. Ich glaube, ihr könnt schon ganz gut sehen, dass ich hier wirklich nur die kleinsten Bäume benutzt habe. Ich wollte halt auch nicht, dass das so ein mega waldiges Gehege wird. Ich habe dann auch noch mehr Sand eingezeichnet, damit es nicht ganz so grün ist, sondern eher so ein bisschen sandiger und trockener wirkt. Und dann habe ich hier auch die Futterspender platziert. Jetzt könnt ihr schon sehen, was für eine Art von Dinosaurier dort reinkommen wird, nämlich ein Fleischfresser. Und auch bei dem Wald habe ich dann nochmal die Ränder schön mit Bäumen ein bisschen ausgearbeitet. Ansonsten sieht halt der Übergang immer nicht ganz so schön aus. Ich bin mal gespannt, wie gut am Ende das Spiel noch laufen wird, wenn ich fertig bin mit dem Park, weil ich habe jetzt schon super viele Einzelobjekte verwendet. Ich hoffe nicht, dass wir dann noch irgendwie Probleme oder sowas kriegen, weil so schätzungsweise 3 Folgen oder so haben wir noch vor uns. Also es ist schon noch einiges, was wir bauen werden. Und ich glaube, ihr könnt jetzt schon wieder sehen, wie viele Objekte ich hier platziert habe, nur in diesem einen Gehege. Und die anderen davor waren ja teilweise noch viel, viel schlimmer, was Objekte angeht. Aber aktuell habe ich noch gar keine Einbußen, was FPS oder Speicherprobleme oder so angeht. Also bis jetzt macht das Spiel noch null Probleme, was mich natürlich hoffen lässt, dass es am Ende dann immer noch gut läuft. Ich habe jetzt hier auch nochmal den Wald allgemein ein bisschen verdichtert, dass da mehr Bäume sind. Und auch hier die ganzen Ränder nochmal ein bisschen schöner gemacht mit den Übergängen. Schön viele Felsen, gerade bei den Brücken und auch den ein oder anderen Busch. Und natürlich musste allgemein komplett noch die Rückseite mit Wald ausgestattet werden. Und dort habe ich dann auch wieder per Hand den Übergang gemacht, weil das dann halt immer einfach ein bisschen besser aussieht. Wenn am Rand halt eher so kleine Bäume wachsen und dann werden die immer größer, dann sieht es einfach natürlicher aus. Dazwischen auch immer wieder viele, viele Felsen platziert. Ist echt schade, dass der Nebel immer nur so ganz kurz aufzieht. Ich wünschte, man könnte das einstellen, dass er die ganze Zeit da ist. Ich finde den wirklich richtig cool. Der sorgt richtig für Atmosphäre. Und am Ende von dem Weg habe ich auch nochmal einen weiteren Turm gemacht. Und dann den Weg auch noch ein kleines Stück erweitert. Und dann hier das Ganze auch nochmal mit so Barrieren umzäunt. Das habe ich am Anfang dann auch nochmal abgeändert. Allerdings sind dann diese Eckteile auch nochmal verschwunden, weil die fand ich dann doch nicht so schön. Genau wie auf der anderen Seite. Und jetzt habe ich auch noch Flutlichter in das Gehege platziert, damit auch bei Nacht das Ganze beleuchtet ist. Die habe ich wieder schön versteckt in Felsen. Und dann nochmal den Wald hier ein bisschen entfernt und die Strecke schon mal weitergezeichnet und auch den Weg bis zum nächsten Bereich. Ist eigentlich ganz cool, dass dieser Weg jetzt komplett parallel zu diesem Biosyn-Fluss da entlang läuft. Sieht optisch sehr nice aus. Und in unser Gehege kommen 2 Dominion-Gigas. Sieht gerade ein bisschen aus wie ein Indominus Rex von hinten. Der andere kommt auch gerade geflogen. Wir fahren mal runter.
Der andere kommt auch gerade geflogen. Ich denke mal, die passen von der Größe her super rein. Ich hätte natürlich auch nur einen machen können, aber ich fand irgendwie zwei ist eine schönere Anzahl. Könnt natürlich auch wieder tolle Namensvorschläge für diese in die Kommentare schreiben. Und ja, Leute, das soll es jetzt auch mit der heutigen Folge von unserer BIOS in Jurassic World gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst ein Like da. Und wir schauen uns jetzt nochmal an, was wir heute gebaut haben.